Und damit einen wunderschönen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Evil Within. Wir befinden uns hier unten in einer, ich würde sagen, das ist eine U-Bahn. Denn wir haben ja das Ziel, über die U-Bahn rüber zu laufen, damit wir auf den anderen Teil der Stadt kommen. Oder auf, ach nö. Beziehungsweise auf die andere Seite kommen. Die hat gesessen. Ach, hör doch mal auf mit deinen komischen Armen, Alter. Warte, wir müssen uns ein paar Bolzen herstellen, wenn ich überhaupt noch genug habe. So. Ja, alles gut. Oh nö, falscher Bolzen. Really? Wie oft kann man eigentlich daneben schießen? Kann ich den eigentlich von hinten? Was? Was? Ey, willst du mich gerade verarschen? Ich schieß da die ganze Zeit durch. Was ist denn hier los? Backflip. Aber er ist tot, glaube ich. Ja, ich glaube, er ist tot. Wie kann man so oft daneben schießen? Ja, toll. Und da komme ich jetzt nicht dran. Aha. Ja, er lebt immer noch, genau. Ja, genau. Also, das lief ja jetzt wirklich alles überhaupt nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Ja, was soll ich jetzt hier? Boah, das war richtig kacke gerade alles. Oh. Na, wenigstens muss ich hier kein A spammen. Oh, da ist ja die U-Bahn schon. Oh, crap. Das ist gar nicht gut. Oh. Ich glaube, das war gar nicht gut, was ich gerade gemacht habe. Au! Ja, super. Oh. Ach komm, weißt du was, bring mich mal um. Das ist pure Scheiße hier alles. Komm, schieß. Boah, ey, Monsterhorden ohne Ende hier. Oh, du musst dich umdrehen. Dreh dich um.
Tatsache, wenn ich nicht durchs Wasser, wenn ich durchs Wasser gehe, passiert nichts. Der ist geflogen, Alter. Und der da hinten lebt ja immer noch. So. Boah. Das war knapp. Kann ich den jetzt hier durch? Jo. Cool. Okay, das lief doch schon mal ein bisschen besser. Hier waren eben Monster drin. Wo sind die? Oder sind die jetzt nicht gekommen, weil ich den Alarm nicht ausgelöst habe? Ich glaube, das war gut. Ich glaube, die kann man gar nicht entschärfen. Aber wir sind relativ gut durchgekommen, muss man mal einfach gesagt haben. Es muss einen Weg nach dort oben geben. Ja, nur wie? Oh, warte. Oh, abbrennen. Ach, die schon wieder. Wie kann man daneben schießen? Das tut mir manchmal echt in der Seele weh. Er hat schon ein Scharfschützengewehr, er trifft nicht. Er steht direkt vor einem Gegner mit einer Schrotflinte, er trifft nicht. Das ist wie der Drei-Wetter-Taft, nur andersrum. Die Frisur hält nicht.
what the fuck? Was ist das? Lebt der noch? Komm mal hier durch, Freundchen. Gebraten. Ich glaube, ich lasse das an, oder? Guck mal, habe ich hier noch irgendwo eine Flasche? Nee, ne? Schade. Aber könnte ich das theoretisch wieder aktivieren? Nein, ne? Schade. Was? Was ist das denn für ein Nippel da oben? Guck mal, das wächst und dann... Okay. Also da kann ich nicht durch. Ist hier noch ein Tagebuch, tatsächlich. So, gucken wir mal eben. 20. Dezember 2012. Kein Wort von Myra, seit ich das Paket erhalten habe. Ich habe Angst davor, das Beweismaterial meinen Vorgesetzten zu übergeben. Das, wovon Myra da spricht, ist grauenerregend und könnte meine Möglichkeiten übersteigen. Aber die Beweise reichen aus, um mich davon zu überzeugen, dass Lailas Tod kein Unfall war. Sie haben Myra tatsächlich in die Liste der vermissten Personen aufgenommen, aber sie verraten mir nichts. Weil ich familiär betroffen wäre, sagen sie. Aber ich glaube eher, dass sie in mir einen Verdächtigen sehen. Die Ermittlungen stocken. Aber für meine Familie werde ich sie auf eigene Faust fortführen. Punktetechnisch... Wo sind meine Punkte? Hä, warum sehe ich meine Punkte nicht? Ach da, 16.000. Ja, komm. Ein bisschen müssen wir noch sparen. Was? Ach da. Auch auf dich verzichte ich jetzt aber. Komm mal her. Hä? Was war dies? Das ist doch eine Falle, das sehe ich doch. Die habe ich nicht gesehen. Oh, wie nett. Wie knapp ist das? Ja. Kann man die auch von hinten besiegen? Ich weiß es gar nicht. Kannst du dich jetzt mal bitte umdrehen? Es ist so klar, dass der sich jetzt nicht umdreht, ne? Oh.
Ja, genau. Ihr könnt mich mal. Was? Verteil... Ah, okay, okay, okay. Das werde ich wohl irgendwo brauchen. Auch wieder A-Spam. Oh, eine Spritze. Ernsthaft? Yo, schon wieder dieses Tentakelmonster. Ich kann mich aber jetzt nicht an irgend so ein Tentakelmonster erinnern, um ehrlich zu sein. Das Schließmuskel-Level hier. Ich weiß, dass du da gleich runterkommst. Von wo? Die fackel ich jetzt ab, ist mir egal. Ich habe so viele Streichhölzer. Hä, da lag doch was. Oh, das Ding muss ich irgendwie ausschalten. Hier ist gar nichts. Das wird nichts. Nee, 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 du kannst mich mal, ehrlich. Ich laufe jetzt schön an euch vorbei. Ihr könnt mich mal kreuzweise, ehrlich.
Meine Fresse, das Spiel macht mich langsam fertig. Bin ich hier in eine Art Nest geraten? Wahrscheinlich. Im Schließmuskelnest. Gib mir den Shit. So, gucken wir mal eben gerade, ob hier wieder ein Tagebuch rumliegt. Wahrscheinlich, ne? Nö, aber ein Kartenfragment. Unglaublich. Ja, jetzt die Frage, wie viele Punkte haben wir? 20.000. Komm, wir gehen mal einmal rein. So einen Schlüssel haben wir, glaube ich, auch. Wieder ein Zeitungsartikel auch nicht. Wo ist denn Olga hin eigentlich? Die ist gar nicht hier. Die erschreckt mich bestimmt gleich wieder von irgendwo. So, da unten ist noch ein Fach. Mach das mal offen. Grünes Gel. 7000! Okay, das hat sich gelohnt. So, gehen wir mal eben hier auf den Botox-Stuhl. Also, 20.200% Schaden. Alter, das ist schon geil, ne? Aber ich glaube, ich nehme den kritischen Schaden. Dann ist das wenigstens schon mal voll. Guck mal, perfekt. Und die Pistole ist halt die Main-Waffe. Alles andere benutzen wir ja kaum. Okay, hier und da natürlich mal wieder die Armbrust und so. Aber ich finde, mit der Pistole kommt man schon relativ gut zurecht. Ne, wenn die voll gelevelt ist, dann ballert die auch. Die Magnum haben wir bis jetzt auch noch nicht probiert. Das geht nicht auf. So, hier ist noch eine Spritze. Aber bevor ich die aufsammeln kann, muss ich mich erstmal heilen. Und wir haben seit langem mal einen vollen Energiebalken. Mal gucken, wie lange das anhält. Scheiße, das ist im Arsch. Ja, und ein Teil fehlt. Wir haben nur zwei. Hier kann ich auch nichts machen. Ah, da kommt gleich wirklich ein Boss, ne? So. Jetzt habe ich drei Teile. Kann man das auch drehen? Umsetzen? Okay, man kann das nicht drehen? Das ist aber komisch. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Nee, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Oder muss das einfach nur... Warte mal. Dann würde ich... Das ist ja auch Quatsch. Ach so. So. Verdammt, sehe ich aus wie ein Elektriker? Ja. Oh, das Vieh ist auch noch unsichtbar. Geil. Geil, Sebastian.
rotzt da jetzt einfach drauf. Von da oben. Tot. Ja. Alter. Diese komischen Kackviecher. Ja, ich glaube, ich hab's. Der hat aber jetzt ganz schön ordentlich gefressen. Zehntausend Punkte, das hat sich gelohnt. So, das Ding funktioniert ja jetzt. Jetzt kann ich endlich den Generator wieder zum Laufen bringen. Aber wir haben fast die ganze Munition, die wir hatten, verschwendet. Gerade für diesen dummen Boss. Scheiße, ey. Ja, und hier liegt jetzt auch nichts, ne? Was wir irgendwie mitnehmen können, oder? Das ist ja super klasse. Und was genau bringt mir das, wenn ich das jetzt hier... Ach so, das habe ich ja da weggenommen. Ich wollte schon sagen. Wollen wir hier vielleicht noch mal gucken, ob hier irgendwas liegt? Das kann ja nicht sein, ey. Ah! Wenigstens ein bisschen. Oh, 6 Schuss, Alter. Kommen wir auch nicht so weit mit, ne? 0 Schuss? 1 Schuss? Ach du Scheiße, ey. Das kann ja lustig werden. Oh Mann. Na gut, komm. Irgendwie muss es ja weitergehen. Ich frag mich ja, was man macht, wenn man wirklich keine Munition mehr hat. Ist man dann wirklich aufs Schlagen fixiert, dass man vielleicht Schlagen hätte auch leveln sollen? Ich weiß es nicht genau. Aber da verliert man ja auch ohne Ende Energie dann bei, ne? Außer man schafft es, das Monster immer von hinten zu schlagen, aber einen Boss mit einer Faust besiegen? Ob das geht, weiß ich nicht. Könnte man aus Spaß mal probieren, aber... Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Wir sind endlich an Ort und Stelle. Und das Spiel speichert. Das ist ja amazing. Okay, und ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, schauen wir uns in der nächsten Folge einfach mal an, was uns jetzt hier auf der Brücke so erwartet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen da, schreibt in die Kommentare und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Das würde mich freuen, den Kanal supporten und meinen Bart etwas bärtiger werden lassen, den ich übrigens ein bisschen gestutzt habe. Macht's gut und haut da rein.